So, Freunde, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge vorne angespielt von der App Stickman Run and Gun heute. Ja, Strichmännchen abschießen, das erklärt sich ja so vom Namen her schon selber. Okay, schauen wir mal, spielen wir einfach mal. Welcome to Stickman Run and Gun. Swipe left and right to change lanes. Okay, also können wir die, die Lanes wechseln. Um zum Beispiel den hier auszuweichen. Ich weiß zwar nicht, wann immer der Dings kommt. Dude. Achso, dodge free objects. Nächstem Objekt gedodged. Ausgewichen. Swipe up to jump. Okay, so jetzt können wir auch noch rüber jumpen. Oh, fail. Da bin ich ein bisschen zu viel gejumpt. Swipe down to slide. Okay, wenn das Ding also zu weit oben ist. Juhu. Aber schießen kann ich anscheinend nicht. Achso, doch, kann ich schon. Gemeine böse Shooter-Spiele hier. Pick up coins and power-ups during play. Okay. Ich dachte, man kann zwei aufnehmen. Na gut. You got a mystery prize. This contains coins and items, glaube ich. You can open the prize after your first game. Okay, unser Training ist abgeschlossen. Ging ja ziemlich lange. Okay. unser mysteriöser Preis sind 5 Luftschläge. Tap, try to using one. Also tap to continue. Ja, das ist aber schade, dass wir das überhaupt nicht gerade geschafft haben. So, Pistols können wir lassen. Ich denke mal, wir haben keine Coins. Genau, wir haben auch keine Coins. Sake Boost brauchen wir keine. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel das Air. Die Luftunterstützung. Boah, das ist ja kompliziert hier, ey. Ist denn der Luftschirm und ein Dings gewesen, ein Fallschirm? Ey, musst du so viel machen, ist ja Wahnsinn. Alter, heftig. Oh Gott, da war ein Sniper. Verdammt nochmal. Nein, ich möchte mich für 199,90 Coins, habe ich nicht mal. Okay. 32 Coins, geile Sache, ja. Definitiv. Ja, das ist ja kompliziert hier. Musst du dich auf so viel konzentrieren? Hier zum Beispiel die alle abzuschießen. Oder den da hinten. Oder den da. Kann man den abschießen? Okay, kann man wohl nicht abschießen, den. Fallschirm. Mysterious Price. Oh nein, 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 Sniper, geh weg, Alter. Nicht schon wieder. Badadadadadadam. Der war knapp gewesen. Schade. So, Mysterious Price, 110 Coins, sehr schön. Und Achievement Unlock Getting Paid. Sehr nice. Ja, aber 5000 Coins, da brauchst du ja Ewigkeiten, um da hinzukommen. Ist ja Wahnsinn. Ewigkeiten. Batsch. Weg mit dir, Alter, du hässlicher Sniper. Während der Luft wird er abgeschossen, der Typ. Ah ja. Fail. Das ist ärgerlich. Ne, das ist gerade schon ganz gut. Mein erster Server. Delayed. So, immer noch nicht reviven. Ein Level würde ich sagen, machen wir noch. Oder einen Versuch machen wir noch.
Dann habe ich alles von der App gezeigt. Das ist halt wieder ein kleines Spielchen für zwischendurch. Kann man versuchen, den Welt, seinen Rekord, oder den Rekord zu brechen. Einfach wegkloppen. Ich glaube, die Sniper sehen einen auch nicht mehr, wenn man die Lane gewechselt hat. Er sieht er da. Ah, er steht direkt vor mir, Alter. Das ist schon scheiße. Okay. Wir haben wieder ein paar Coins bekommen, was mich quitt mache. Okay, ich komme wieder zum Hauptmenü. 271 Coins haben wir. Rockets kann man also spielen, kann man sehen. Raketenwerfer, eine Rivel, eine Shotgun, besser als eine Pistole halt. Was haben wir hier noch? Airstrike, Mysterious Prize, Schild. 5-mal Airstrike, 10-mal Airstrike. Rampage Level 2, das heißt die Power-Ups auf den Strecken. Anscheinend kann man dann. Ja, Rampage Level 2. Rampage Level 1 liegt ja schon absolut ab und zu da. Jetzt kann man sich noch ein paar ein bisschen mehr kaufen. Invincibility. Unbesiegbarkeit, Score mal 2. Verschiedene Hütchen. Und halt echt Geld, Coins. Ja. Mega Coin. Pick up Mega Coins worth 10 Coins. Die kommen zu dir. Bla bla bla. Und hier bist man halt für eine bestimmte Zeit lang unbesiegbar. Machen die eigentlich irgendwas? Yeehaw, Partner. Very traditional. Endale. Prussian Pride. Okay, also sie machen keine wirklichen Boni, sind einfach nur zur Verhübschung da. Gut, Leute, das würde ich sagen, war's gewesen mit dem Angespiel von Run and Gun Stickman für zwischendurch. Eigentlich ganz schick. Jo, kleine schicke App und ja, das würde ich sagen. Wer spielen möchte, in der Videobeschreibung findet ihr Links zu dem Spiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Ciao, Leute.